Hallöchen meine Guten, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Es geht weiter in der Rubrik Back to School, Hefte verschönern, Tagebuch gestalten, was auch immer, wo ihr es gerade umsetzen möchtet. Und ja, folgende Materialien benötige ich. Ich werde euch auch hier oben in der Ecke beim i die Playlist verlinken oder andere Beispiele, wo ich schon Hefte verschönert habe. Ich muss langsam reden. Und ich hoffe, ich kann euch so ein bisschen inspirieren. Für das heutige Projekt benötige ich meine Standschablonen. Ich habe mir diese beiden rausgesucht. Und wer jetzt keine Standschablonen hat, der geht auf Google und gibt ein Bilderrahmenvorlage, Blumenvorlage, druckt die sich aus und nimmt das dann als Schablone. Also ich habe einmal hier diese Blumen, dann einmal hier so ein Etikett, sage ich mal. Beides von der Firma Sizzix. Hier drüben habe ich stehen meinen Schneider. Da habe ich stehen meine Stanzmaschine. Ich benötige ein Heft. Ich gestalte wieder ein kleines Heft heute. Dann habe ich mich für diese Papiere entschieden. Da brauche ich zwei Stück. Dann habe ich wieder diesen Motivkarton genommen. Deko-Kartonblock, der war vom Aldi Nord. Und da sind so schöne sommerliche Motive drin. Und in meiner letzten Idee habe ich ja mit diesem Papier gearbeitet. Und weil ich jetzt ja das nicht als Rest so liegen haben möchte, sondern verarbeiten möchte, werde ich aus diesem Block dann sozusagen diese Papiere noch nehmen. Und dann geht's auch schon los. Ich habe vergessen zu erwähnen, dass ich hier noch so ein Cuttermesser benötige, dass ich dieses Foam Tape, das doppelseitige, dieses erhöhte nehme, dass ich das normale, wo habe ich es? Hier drüben. Lineal brauche, dann dieses doppelseitige Klebeband benötige. Und ich habe hier noch dieses Washi-Tape diesmal genommen, auch von Folia. In meiner letzten Anleitung hatte ich ja hier dieses silberne. Heute habe ich diesen Farbton und dann geht es aber jetzt auch schon los. So, ich werde als allererstes, genauso wie in meiner letzten Idee, mein Heft mit einem Washi-Tape-Rand bekleben. Und das mache ich ganz einfach, indem ich hier rundherum klebe, das komplett klebe und hier rundherum klebe. Und das mache ich jetzt. So, wenn ich das fertig habe, messe ich mir wieder hier dieses Innenleben aus. Und zwar so, dass ich wieder mein Washi-Tape soll natürlich rausgucken. Und von daher messe ich hier, das müsste glaube ich an die 14 sein, 20 runterwärts. Und drüber haben wir es ein bisschen weniger. 13,8. Ja, kann man 14 nehmen. Also 14 mal 20. Und hinten müsste es eigentlich genauso sein. 14 mal 20 und das messe ich mir jetzt hier aus meinem roten Papier ab und zwar nehme ich dafür ganz einfach mein Schneidebrett. Wer kein Schneidebrett hat, der nimmt natürlich hier so eine Unterlage. Ne? Hat man ja die Linien, kann man auch sehr gut das Ganze sich abmessen. So sieht das aus und da kann ich ganz einfach meine 14 mal 20 jetzt abmessen. So, Vorderseite bleibt erstmal frei. Ich gehe auf die Rückseite, probiere, ob das passt. Ja, kann sogar noch ein Stückchen ab. Und dann klebe ich das hier mit doppelseitigem Klebeband, mache ich hier richtig schön bündig, klebe ich das dann hier drauf. So, hinten ist es fertig, bleibt es auch so. Und vorne mache ich jetzt Folgendes. Ich möchte mal probieren, ob das funktioniert. Kann natürlich auch sein, dass es nicht so toll aussieht.
Ich brauche jetzt meine Stanzschablonen. Das lege ich mir erstmal zur Seite. Ich gucke erstmal, ob mein rotes hier drauf passt. Nicht, dass ich das vielleicht auch noch ein bisschen korrigieren muss. Ja, das passt. Also, ich nehme meine Stanzschablonen. Ich lege das hier hin. Das ist ja meine Ansicht. Und jetzt habe ich Folgendes vor. Ich werde hier oben mein Fenster rein stanzen. Und zwar, wo ja dann das Fach drauf geschrieben wird, der Name, was auch immer. Ich könnte es aber auch ein bisschen größer machen. Mal gucken. Ja, ich mache sogar ein bisschen größer. Das Gute ist, dass man bei diesen Schablonen halt verschiedene Größen hat. Und von daher mache ich das so. Das mache ich mir hier hin. Und jetzt nehme ich mir die kleinsten Blumen, die ich hier habe, von diesen Standschablonen. Das muss ich dann mehrmals machen. Oder mache ich das ein bisschen weiter runter, dass ich die hier oben auch schon mal hinlegen kann. Ja, das mache ich auch. So, das wird das erste Mal sein, wie ich stanze. Und zwar lege ich mir das jetzt hin. Ich hoffe, das bleibt so liegen. Mach diese Platte hier drauf. Und jetzt kurbel ich das durch meine Stanzmaschine durch. So, die Ausstanzung hebt man natürlich auf, da man die ja für andere Bastelprojekte verwenden kann. Ich habe das Ganze jetzt nochmal gemacht, weil das ist mir in der Mitte ziemlich schief geworden. Von daher habe ich das einfach nochmal korrigiert. So, jetzt bin ich gespannt, ob das gut aussieht. Ich habe mir nämlich gedacht, dass ich das Papier hier drunter mache. So habe ich das vor und das mache ich jetzt ganz einfach, indem ich das einfach hinten drauf klebe. Mal gucken, das könnte ich ja schon so machen. Das wäre schon mal okay. Und hier oben mache ich dann eine Korrektur. Genau. So, wenn ich das alles vorbereitet habe, klebe ich das Ganze nur noch hier auf mein Heft. Hier muss ich ein bisschen was abschneiden. Hier steht noch was drüber. So, habe ich alles abgezogen? Ja. So, jetzt habe ich mir hier diese Sticker wieder geholt. Die hatte ich ja aus dem Teddy. In dem letzten Video, was ich euch hier oben verlinkt habe, da habe ich die euch ja vorgestellt. Das sind hier diese. Kosten 1,50 und da habe ich den Restbestand noch. Und ich dachte mir, ich klebe jetzt hier die Palme da schön hin. Passt das? Ja. Ich denke schon. So. Jetzt könnte ich noch das Cocktailglas oder so, das werde ich mir für eine andere Bastelanleitung aufheben. Da kann ich das Cocktailglas und die Melone nämlich nehmen. So, und fertig ist meine weitere Idee. Von hinten normal. So, wem es zu wenig ist, der kann natürlich hier noch eine Blume hinmachen. Hier, hier, hier. Ich wollte einfach nur mal zeigen, wie das Ganze dann aussieht. Und wenn ihr das halt nicht habt, wie gesagt, nehmt ihr eure Schablone, die ihr euch ausgedruckt habt, und malt das Ganze auf der Rückseite auf. Nehmt hier so ein scharfes Messer und geht hier rundherum und da könnt ihr das genauso rausmachen. So, ich zeige es euch noch ein bisschen von nahem. Und so sieht das jetzt aus.
hoffe, diese weitere Back-to-School-Idee hat euch gefallen. Ich wünsche euch natürlich ganz viel Spaß beim Nachmachen und einfach mit diesen Papieren umsetzen, wie ihr das gerne hättet. Und natürlich freue ich mich, wenn ihr vielleicht meinen Kanal kostenlos abonnieren würdet und vielleicht auch ein Däumchen nach oben da lasst. Ansonsten wünsche ich euch einen ganz, 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 ganz tollen Tag und dann bis bald, eure Katrin.